Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der AC Florenz Trainerkarriere. Heute mit dem Spiel gegen Hertz, gegen Napoli, Roma und Bergamo. Und ich muss schauen, wie ich das am besten mache. Ich denke, den Dezember werde ich komplett in einzelne Folgen packen. Und ab Januar dann wieder komplett spielen. Auf jeden Fall werde ich gegen Hertz euch die Highlights präsentieren und gegen Napoli das selbst in die Hand nehmen. Diese drei Spiele, vier Spiele können wir mal so angehen. Das tut auch mal wieder gut. Da sieht auch ein bisschen Gameplay. Und ich beginne mit Demme anstelle von Castrovilli, Rabiot und Mandragora. Hinten beginnt wohl Ranieri, Milenkovic und Martinez Quarta. Und rechts beginnt Venuti. Das ist meine Startaufstellung gegen Hertz. Es ist der fünfte Spieltag. Wir werden die Höhepunkte angehen. Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel. Zieht einfach mal ab. Diego Demme. Ante Rebic. Er schießt. Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist. Klasse Aktion da. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Sie bekommen die zweite Chance und sie nutzen sie dann auch. Da gibt's dann auch. Da ist er alleine durch. Da ist der Schuss. Schön abgeblockt. Jetzt kommt der Schuss. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Da ist Platz. Da hat er die Chance. Tor, da ist es. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Also bis jetzt läuft es sehr gut. Nach 59 Minuten führen wir mit 2:0. Mal schauen, ob wir es so weitermachen können. Weg ist der Ball. Super dieses Zuspiel. Den Ball spielt er gut. Das ist die Entscheidung. Yes. Politano, der Torschütze. 3:0 bezwingen wir Hertz. Hervorragend. Damit sind wir am Ende dieses Spiels angekommen. Jetzt kann es Ihnen keiner mehr nehmen. Das ist der Gruppensieg. Jawohl, wir haben den Gruppensieg geholt. War es bereits der sechste Spieltag? Kann das sein? Gucken wir einmal. Tatsächlich. Wir gewinnen die Gruppe mit 13 Punkten am Ende. Hervorragend. Jetzt geht es natürlich gegen Napoli an der Leistung anzuknüpfen. Das werde ich euch jetzt komplett zeigen.
Gucken wir einmal in die Tabelle. Napoli ist auf Platz 7, wir auf Platz 6. Könnten mit einem Sieg allerdings wieder auf einen Champions League Platz kommen. Also deswegen würde ich sagen, gehen wir das jetzt in dieser Folge an. Die nächsten Partien dann in der nächsten Folge. Ich beginne mit Ikone, dann Arne Meyer, vorne Kouame, links beginnt Vega und hinten wird Vojvoda spielen, Orleana, Sala und Venuti und im Tor Sirigu. So geht's rein gegen Napoli. Let's go. Endlich wieder komplettes Spiel. Let's go. Ich bin raus und melde mich dann wieder zum Abschluss. Alle versprechen sich eine Menge von dieser Partie. Ist ja auch kein Wunder, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ich begrüße Sie aus einem verschneiten Stadion, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen heute Abend zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute geht es hier um ein Spiel in der Serie A. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt der Ballverlust hier. Wenn wir uns die bisherige Saison ansehen, dann haben die Gäste die beste Bilanz aus Auswärtsspielen. 6 Siege aus 8 Spielen. Klasse. Und der Trainer freut sich natürlich, denn das kann nicht jedes Team. Viele agieren ja oft zu zögerlich, zu zaghaft. Aber die nicht, überhaupt nicht. Die machen einfach ihr Spiel, egal gegen wen es geht. Otavio. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt wäre der Platz auf Außen da. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Otavio. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Otavio. Geht mit Einwurf weiter. Und dann ist der Ball doch weg. Ja, da ist Platz jetzt. Das ist die Chance zum Führungstor. Ja, schön geklärt erstmal, die Gefahr bereinigt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und dann verlieren sie doch den Ball. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Er schirmt den Ball ab. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball.
Matias Oliveira. Sambo Anguissa. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives... Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Hier ist dieses Tor nochmal. Erst kommt der Doppelpass und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Könnte der Ausgleich werden. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Christian Kurme. Macht da gut Druck. Da pfeift der Freistoß. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. Klasse, den Ball hier noch über die Latte gebracht. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Gute Idee, dieser Ball. Da macht er ihn rein. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ottavio. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Geht nach innen. Sie sind da, Ball wird geblockt. Simeone! Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Wir sind am Ende dieses ersten Spielabschnitts und es sieht gut aus für das Team mit der besten Ausgabe. 2:1 damit zur Pause. Es ist eine gute erste Halbzeit gewesen. Mal gucken, wie jetzt der zweite Durchgang wird. Durchgang 2 läuft. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Ist es das jetzt? Versucht zu unplatziert, den hält Sirigu ohne Probleme. Abseits, Fahne ist oben. Eine Entscheidung, die nicht allen gefällt. Gleich wird hier ausgewechselt. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Da können sie es machen. Tor, da ist es. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit 2 Treffern vorne.
Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Also sie bringen den Ball nicht richtig raus, die Szene geht weiter und dann fällt der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter agieren. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Er holt sich den Ball. Sie haben durchaus Platz auf außen. Jetzt die Flanke. Und da muss der auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Sie wechseln aus. Schön abgeblockt. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Er macht das Tor. Guter Elfer. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ganz energisch. Da kann er ihn stoppen. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Und ich denke, das war es. Ich glaube, wir können zum Endergebnis springen. Und am Ende wird es ein 5:2 Erfolg gegen Napoli. Hervorragend. Wir gucken einmal in die Tabelle, sehen, dass wir jetzt gegen die Roma spielen. Und ich habe mir dazu entschlossen, wirklich die Partie in den Höhepunkten zu präsentieren. Mit der Top 11 werden wir es angehen. Let's go. Das waren tolle Tore und ich denke, bei einem 5:1 Spielstand kann man schon mal zum Ergebnis springen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und heute geht es hier um ein Spiel. Schönes Zuspiel. Dybala lässt sich nicht beirren, den hält er. Ball fliegt hoch ein. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Matteo Politano. Er bekommt Hilfe. Dybala. Kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Auch heute wollen sie gewinnen. Zuletzt gab es ja einen Auswärtssieg. Ein unglaubliches Spiel war das zuletzt. Heute aber wird das eine viel, viel schwierigere. Ecke kommt rein. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Und einen Moment, ganz kurz. Sorry an dieser Stelle für den kleinen Cut. Es geht jetzt weiter mit den Highlights. Wir sind jetzt in der 45. Minute.
Da gehen sie dazwischen, wichtig. Und diese Chance müssen wir jetzt nutzen. Machen Sie gut, Steilpass. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Am Ende wird es ein 0:0 gegen Roma, was natürlich jetzt bitter ist, weil wir hatten die Chancen, ne, die wir machen hätten müssen. Ne? Aber dieses 0:0 nehmen wir auch mit. Jetzt gilt es natürlich gegen Bergamo auf einem internationalen Platz zu bleiben. Das werde ich jetzt auch in dieser Folge packen. Unsere Ziele sind gefährdet, ist mir eigentlich relativ egal. Jetzt geht's natürlich gegen Bergamo mit der Top 11, die nächsten Höhepunkte. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentator. Jetzt die Ecke. Gut, was die Abwehr da macht, ne? Die Kopfballschaft. Sie haben den Ball. Keine Überraschung, dass es hier 0:0 steht angesichts dieser Zahlen. Beide machen einfach zu wenig, holen kaum Chancen raus und das Ergebnis ist... Chance hier 1:0 in Führung zu gehen. Sie verwandeln diesen Elfer. Das war's in diesem Spiel und es ist nicht zu überhören, die Fans sind nicht zufrieden. Ja, das liegt vor allem an dieser Elfmeterentscheidung und ich kann das verstehen, das war eine enge Kiste, aber den muss er geben. Yes, wir beenden die Folge mit einem Sieg, dank dem Elfmetertreffer von Luka Jovic. Danke EA für dieses Feature. Und damit sind wir tatsächlich noch ein Spiel entfernt und wir können in der nächsten Folge gegen Lazio die Tabellenspitze erobern. Wir gucken einmal, gegen wen spielt Milan. Milan trifft auf die AS Roma. Wir spielen gegen Sampdoria. Nee, davor Lazio. Milan spielt gegen Sassuolo. Okay, auf jeden Fall, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Haut rein und was für eine Karriere.